Manchmal kam das halt einfach auch so völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Also da erfuhr halt bloß jemand auf einem Geburtstag, dass ich Jude war, wo ich war, von einer Freundin mit 14 oder so. Und dann kam der mit Freunden vor mich und fragte mich, was sei denn die jüdische Nationalhymne. Das war ein türkischer Junge. Und ich habe noch nachgedacht, jüdische Nationalhymne, was meint er denn? Es gibt ja nur eine israelische. Also, die wird er ja nicht meinen. Die kenne ich nicht. Was ist die jüdische Nationalhymne? Und dann zückt er ein Feuerzeug und drückt aufs Gas. Und seine Freunde haben sich dann köstlich amüsiert. Die haben dann alle schön gelacht. Und ich war sehr traurig so. Und dachte ich mir so, ey, was soll das? Was ist daran lustig so? Ich meine, ey, da sind 6 Millionen Menschen ermordet worden so. Ein Antisemit, der sagt, ich hasse Juden, ich mag Juden nicht, fertig aus. Das ist, mit dem ist, also da weiß man halt ganz klar, okay, mit dem brauchst du nicht zu reden, und den kannst du auch nicht anders irgendwie umstimmen oder so. Der hat halt seine festgefahrene Haltung, Judenhass, fertig aus. Und mit diesen anderen Leuten, die nicht wissen, dass sie eigentlich antisemitisches Gedankengut ständig mit sich herumtragen, indem sie diese Stereotype verbreiten, an sie glauben, ihren Kindern weitererzählen, mit denen ist es viel schwieriger, eine Handhabung zu finden. Weil ich habe ja nichts gegen Juden, aber ihr euch gehört doch die Welt. Wie sollst du denn da drauf antworten? Nee, gehört uns nicht. Was habe ich davon? Ich habe eine 50 Quadratmeter Wohnung und bezahle Steuern. Wie, du zahlst Steuern? Ja, natürlich zahle ich Steuern. Ich dachte, Juden müssen in Deutschland keine Steuern zahlen wegen dem Holocaust. Ah, echt? Sowas kriege ich zu hören. In der Rap-Szene. Von Leuten, die eigentlich ziemlich intelligent sind. Mein Umgang damit ist, ich mache meine Songs, in denen ich auf bestimmte Dinge hinweise und gebe Interviews, in denen ich diese Dinge auch thematisiere, damit eben nicht wieder die nächste Generation aufwächst mit diesen antisemitischen Stereotypen, die wirklich am Ende des Weges dazu führen, dass wieder marodierende Menschenmassen durch die Straßen gehen und Fensterscheiben einwerfen, Synagogen anzünden und noch viel Schlimmeres tun.